Herzlich willkommen zurück zur Coverage der Deutschen Meisterschaft 2019. Wir haben das nächste Feature-Match für euch. Selbstverständlich wieder coole Spieler reingeholt. Diesmal nicht ungeschlagene Spieler, denn es ist ja auch relativ langweilig, wenn jetzt jemand hier 8:0 durch den ersten Tag jagt. Der ist nämlich morgen im Top-Cut. Viel interessanter ist, wenn wir jetzt Leute haben, die vielleicht schon mal 1 oder sogar 2 Losses haben, denn bei denen geht es um alles. Also die müssen jetzt den Rest des Tages wirklich gewinnen, damit die auch sicher noch in den Top-Cut reinkommen. Wir haben jetzt 2 Jungs, die stehen zu 1. Wir fangen mal an auf dieser Seite mit dem Philipp. Hi! Wie läuft's bei dir? Ganz gut bisher, richtig? Ich kann mich nicht beklagen, ich stehe zu 1. Mein Ziel an dem Tag heute war 4:4 zu gehen. Also es ist kein Witz, es war wirklich so. Und ich kann mein Glück gerade gar nicht fassen und ich nehme alles Bonus jetzt, was passiert. Es ist einfach alles Bonus. Und wie kannst du es dir erklären? Also sagst du hattest jetzt einfach die ganze Zeit Glück oder bist du doch viel besser vorbereitet, als du angenommen hast? Ich bin nicht unbedingt gut vorbereitet, aber ich spiele ein Deck, was ich sehr gut kenne, was ich in der Form auch schon relativ lange so spiele und das hilft dann natürlich. Und ich hatte auch verdammt viel Glück. Das muss einfach mal so sagen. Okay. Waren die Matchups glücklich oder einfach wie es in den Spielen gelaufen ist? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Also wirklich jede Richtung läuft es heute einfach. Vor allen Dingen, ich habe auch so ein paar Deckbauentscheidungen, wo ich gestern Abend noch gedacht habe, nachdem ich die Deckliste abgegeben habe, die sind eigentlich nicht gut und die haben heute einfach super funktioniert. Und das ist einfach Glück, würde ich sagen. Okay. Und wie ist deine Community? Sag uns vielleicht noch ganz kurz was dazu. Wie war deine Reise hierher? Also ich komme aus Bad Oeynhausen, es kommt aus dem Raum Bielefeld und wir sind zu viert gestern mit dem Auto gefahren, 1,5 Stunden ganz entspannt. Und es gibt nicht so viel bei uns, aber ich spiele schon so lange Yu-Gi-Oh! Also mein erstes Turnier hier war 2010, die erste weiß ist. Und man kennt hier einfach jeden, das ist, als würde man nach Hause kommen. Das ist natürlich. Dann setz dich bitte hier an den Tisch. Sein Gegner in der anderen Ecke, das ist der David. Hi! Bei dir läuft es ebenfalls gut, du bist auch zu 1 bisher. Ja. Wie waren deine Matchups heute so? War es total gemischt oder hast du immer gegen das gleiche Deck gespielt? Es war gemischt, also ich hatte ein paar Salamangreat, ich hatte Orcus, ich hatte auch Prankits beispielsweise, Zombies abbekommen, also es war sehr unterschiedlich. Aber trotzdem gut gelaufen, also bist du mit deiner Deckwahl wahrscheinlich auch sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen, bislang lief es halt richtig gut, das Deck kenne ich eigentlich auch ziemlich gut und ja. Bist du ebenfalls überrascht, dass du jetzt zu 1 stehst oder sagst du, naja doch, ich hatte schon ein Gefühl, dass es heute gut laufen wird? Ich weiß ja, also vor Turnieren hat man ja manchmal so, ich sag mal, so ein paar Eingebungen oder sowas und ich dachte mir, okay, hey, diesmal hatte ich jetzt keine, aber ich dachte mir so, hey, ich spiele einfach drauf los, mal gucken, wie es läuft und bislang läuft es halt richtig gut. Ja, genau. Und was war deine Erwartungshaltung vor dem Turnier? Hast du gesagt, Tag 2 wäre super oder ich sollte schon der Top-Cut sein? Oder vor den Kian hat zum Beispiel gesagt, ja, ich will das gewinnen hier. Also, ja, Top-Cut wäre schon schön, aber ich glaube, es ist ein bisschen vermessen zu sagen, wenn man davor noch nicht so große Turniererfolge oder sowas hatte. Da fehlt einem auch ein bisschen die Erfahrung, aber Tag 2 ist so mein Standardziel, sag ich. Okay. Und wie fühlst du dich jetzt im Feature-Match zu spielen? Nervös. Okay, ganz ehrlich. Ja, super. Dann setz dich bitte hin. Ja, ihr 2 kriegt es schon hin. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Jetzt könnt ihr bitte noch mal kurz den Würfelwurf für uns performen. Mit einem Würfel, okay, und dann schauen wir mal, ob jemand anfangen möchte, wenn er den Würfelwurf gewinnt. Das ist eine 3 und Philipp hat eine 5. Möchtest du beginnen? Nein, ich lasse David den Würfel. Aha, Philipp will auch nicht anfangen. Okay, Spieler sind soweit, unser Kommentatorenteam ebenfalls. Die 2 freuen sich schon, dass sie gleich wieder ein bisschen was erzählen dürfen. Rüber zu Sebastian und Leonard. Ja, da sind wir wieder, ja. Und es ist ein Wahnsinnsmatch. Ich bin gehypt. Man kennt beide von YouTube tatsächlich, den einen mehr, den anderen weniger. Herz der Karten haben wir dabei, klasse Kerl, und wir haben natürlich Team RTS. Wofür RTS steht, weiß keiner, also bestimmt die, aber ich weiß es nicht. Da hatte ich mein erstes Deck-Profile. Wow, ja, also für dich auch Yu-Gi-Oh! Ja. History wirklich, ja, genau. Geschichte, da habe ich Fafa erklärt. Nachdem das Deck schon 3 Jahre apropos war. Apropos Fafa. Ja, apropos Fafa, Philipp bei Xoto Gonzales, hier mit Burning Abyss Secker. Ja. Ich liebe auch, wie du seinen Namen aussprichst, so klangvoll. Ja, Philipp Prosciutto so Gonzales. Ja. Ja, wunderschön. Fahr fort, was ja, spielt genau. Er? Was hat er uns mitgebracht? Er spielt Secker BA. Secker BA, wir haben Bock, das zu sehen. Er spielt 9 Handtraps. Wir gucken hier gerade schon die Starthände an der beiden Spieler, wenn das nicht falsch ist. Und dieses, es sieht geil aus. Ich nehme das hier schon vorweg. Naja, er spielt auf jeden Fall gegen Salamangreat mit den Dynamiscus. So, also ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt auch direkt reingehen. Lass es uns anschauen. Sehen. Bitte, bitte, bitte. Da wären wir am Tisch. Der Philipp auf der linken Seite. Wie gesagt, er hat entschieden, dass sein Gegner anfangen darf. David startet und Philipps Entscheidung wird untermalt durch das Ziehen von 2 Handtraps, Effect Veiler und DD Crow direkt auf der Starthand. Auf den Foxy wird er da jetzt, denke ich, noch nicht schmeißen müssen. Und nix, der Foxy trifft nicht mal mehr. Ja, er hat es nicht bereut. Definitiv. Sanctuary auf der Hand übrigens, ne? Oh. Spaßig.
Das sind ungünstige Voraussetzungen für David. Ja, hätte ich auch keinen Bock. Und Philipp wird sich auch sicherlich freuen, wenn er schon sieht, dass eine Salamangreat-Karte ausgespielt wird. Heißt nämlich keine mystische Mine auf der gegnerischen Deckliste. Ja. Übrigens, der Foxy, wenn er nichts trifft in der Kartenkombination Spinnigesell Foxy, ist es einfach so, als würde der Foxy nicht existieren. Das ist richtig. Ja, es ist einfach so, als hättest du eine Karte weniger. Ja. Das ist schon mal fürchterlich. Und der Philipp hat eben jetzt Wailer und die Decrow. Wird er den Wailer direkt auf die Gazelle schmeißen? Ich hoffe doch. Ich würde es ihm empfehlen, ja. Ja, weil der Spinny, da kommt eh nichts mehr. Oder es juckt ihn nicht. Kann auch sein. Oh, Philipp überlegt. Ja, komm Junge. Da ist der Effekt-Wailer. Effekt-Wailer auf die Gazelle. Oh, das wird dem David nicht besonders gut gefallen. Ja, und das Sanctuary kann er eh nicht suchen. Allerdings. Und jetzt kommt die Guck mal, aber beide lachen. Und ich fand es auch sympathisch. Wir sind vorm Spiel zu den beiden gegangen. Ja. Und beide haben so gesagt, ja, wir freuen uns einfach beide, dass wir hier sein dürfen im Featured-Match, dass wir das Ganze hier genießen dürfen. Die haben gesagt, egal wer gewinnt, man freut sich für den Gegner. Korrekt, ist auch super, oder? Wirklich, fast süß, oder? Also so wie die beiden da saßen. Sowieso Schnuffis. Ja, total, total. Also beide mit ganz, ganz viel guter Laune hier zur Deutschen Meisterschaft gekommen. Ja, auf jeden Fall. Und nochmal genau auf das Deck von David eingehen, der jetzt ja da ein bisschen gestoppt wurde in seinen Kombos. Ein bisschen. Einerseits hast du gesagt, er spielt deine Myskus. Eine Sache, die ja auch Sebastian Nessmann bei der österreichischen Meisterschaft zum Titel verholfen hat. Spielt er zweimal im Main Deck. Mhm. Außerdem hat er sich, wie wir vorhin auch schon argumentiert haben, dafür entschieden, zweimal Großsalamander Zorn zu spielen. Uiuiuiuiui. Und der Terratop von oben, Leute. Terratop soll die Kombos einleiten. Ich raste aus. Und David hat Effekt-Wailer in der Hand, aber er entscheidet sich. Das wäre auch komisch. Also darauf würde ich jetzt auch keinen. Bin ich ganz ehrlich. Oh, er kriegt ja noch eine Zone. Tatsächlich. Was kann daraus alles entstehen? Cherubini, die neueste Karte für den BA-Arc-Type. Die Karte, die das Deck jetzt noch besser gemacht hat. Potenziell. Da haben wir ihn. Oh, sieht auch anmutig aus, wie sie da in dem Link-Artwork steht. Ich weiß nie, welcher Kopf jetzt richtig ist. Das ist tatsächlich ziemlich verwirrend, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber die sagt eben, dass deine BA-Monster nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden können, richtig? Ja, ist gut. Dann kann man auch mal ordentlich abdanten, wenn man nicht. Und vor allem der entscheidende Vorteil ist eben auch, dadurch, dass es ist ein Link-Monster und es ist das erste Link-Monster, was eben Burning Abyss im Namen hat. Normalerweise, wenn man sich im Burning Abyss dafür entschieden hat, in Link-Place zu gehen, hieß es immer, okay, ich kann keine von meinen kleinen BA-Monster mehr spezial beschwören. Das ist jetzt nicht der Fall. Er könnte jetzt trotzdem weiterhin seine BA-Monster spezial beschwören. Genau, so. Und jetzt darf er erstmal Farfa specialen. Der kommt natürlich ganz easy peasy aus dem Graf, den er gerade gemillt hat. Macht natürlich Sinn. Oh, Split Rare, BAs, sage ich nichts zu. Gold Rare und Rare ist in Ordnung. Ich finde auch. Man muss einfach nur irgendwie sein Deck zusammenbekommen und dann kann man loslegen. Das ist ja das Schöne an Yu-Gi-Oh! Und da werden wir jetzt zum ersten Mal an diesem Wochenende den guten alten Freund. Ja, und da wird jetzt auch erstmal. Dante, er hat doch nicht mal genormelt, ne? Und er kann gleich einfach sein Ziel spielen. Wow. Oh, das ist so lecker. Das macht Spaß beim Zugucken. Ja, Dante kommt hier rein und er kloppt die Leute kaputt. Dante, Hammerkarte, immer ein Fan-Favorite. Wailer Dante, du sagst es. Du hast versucht, den Namen aus dem Chat auszusprechen. Da fand ich, hast du den Namen von Philipp sehr, sehr viel schöner ausgesprochen. Philipp Prosciutto Gonzalez. Da hat jemand anscheinend einfach nur seinen Kopf auf die Tastatur beim Eingeben seines Namens gehauen. Offensichtlich, ja. Kann ich aber auch nicht verurteilen. Oh, und guck mal, da ist jetzt mittlerweile auch die Normalbeschwörung dann. Apollo Salt. Das sieht nach Link 4 aus. Ja, da kommt jetzt End of Main Phase, kommt jetzt ein Effekt-Wailer drauf. Und Philipp hat nicht mal, hätte er da nicht noch Effekte nutzen können? Zum Beispiel den Seer hätte er doch potenziell noch nutzen können. Wobei, stimmt, der hat den Seer gespecialt. Ja. Richtig, richtig, richtig. Das heißt also, es wird kein OTK jetzt in dem Fall, korrekt? Ja, und er darf sich Tourguide suchen für die nächste Runde, aber es wird halt keine Beatrice sein. Ja, ja. Absolut richtig. David im Moment mit Sanctuary in der Hand und Vader. der hat gar keinen Bock mehr. Ich meine, er muss jetzt halt trotzdem... Mehr. Der ist ja schon abgeschmissen. Oh ja, stimmt. Der ist nicht mehr in der Hand, das ist richtig. Heißt also... Ah ja, stimmt, der Sunlight Wolf kommt zurück. Das ist ja das Entscheidende dabei. Oh, das heißt, er kann vielleicht jetzt tatsächlich das Feld von Philipp auseinandernehmen. Da braucht er aber noch einen Hammerzug für. Ne? Der braucht da echt eine gute Beschwörung. Was soll er ziehen? Gazelle. So können wir es auch machen. Direkt einfach die Gazelle ziehen. Und Silent Mining tatsächlich. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Aber gut, dann muss er Sanctuary das Sanctuary abwerfen. Aber er hat ja schon einen Sunlight Wolf auf dem Feld. Also der wird da relativ easy doch
im Prinzip jetzt an seine Karten kommen. Also mit Silent Mining einfach sich eine Gazelle suchen, Gazelle-Effekt, Spinny, beschwörst du Mirage Stelio, machst einen Stelio-Effekt, dann kannst du entweder Falco beschwören oder du machst es so, dass du einen... Also könnte jetzt schon echt brutal sein. Du kannst einen Stelio holen, kannst einen Jaguar holen. Also das Ziel wird jetzt halt erstmal sein, das Board zu bauen. Die normale Standard-Salamon-Great-Combo, die kriegt man jetzt in einem größeren Ausmaße hin. Du hast zwar kein Sanctuary, aber das brauchst du eigentlich immer nur für eine OTK-Combo. Das Problem ist halt jetzt für ihn, dass er keinen Spinny hat und der Foxy in seinem Friedhof einfach relativ nutzlos ist. Denn das ist richtig. Er hat kein Sanctuary und Philipp spielt halt einfach keinen Zauberfall. Ja. So. Und Silent Mining wurde ja eben ausgespielt von David. Ich weiß, du bist grundsätzlich ein ziemlich großer Fan der Karte, die jetzt zuletzt in Dark Storm rausgekommen ist. Ich war es erst nicht, aber mittlerweile liebe ich die Karte über alles. Ja, du bist wirklich komplett pro auf dieser Karte, oder? Ja. Du würdest sie definitiv spielen. Würdest du sie immer dreimal spielen im Salamon Great? Ich kann es verstehen, wenn Leute die nur zweimal spielen wollen, weil die ist halt Hard Ones per Turn, aber zur Not kannst du halt sie selbst damit diskarten und darfst du Gazelle allerdings nicht triggern. Ich bin ein Fan von dreimal. Ich will das Deck so konstant wie möglich haben. Und ich meine, selbst wenn du drei Salamon Greats ziehst, im Normalfall hast du dann halt eine extendete Combo, hast einen Rang 4er und eine Konterfalle oder Rage und das ist schon ziemlich stark. Ja, der David hat sich eben auch dafür entschieden, zweimal Silent Mining zu spielen, hat also da noch nicht deine Meinung selbst angenommen, hat noch nicht entschieden, dreimal die Karte zu spielen, hat dafür zum Beispiel dann, ich vermute mal, er hat dafür dann noch Raum gemacht, mehr Handtraps zu spielen, ist ja wirklich drei Effect Veiler, drei Ash Blossom, drei Phantasmay, drei Impermanence, oh nein, nur zwei Impermanence, aber trotzdem ja wirklich das volle Handtraps-Package. Ja, tatsächlich. Ja, gerade erst in der Salamon Great Runde haben wir ohne Phantasma im Deck gesehen. Oh, tatsächlich, ja. Das stimmt. Oh, da ist aber jemand, der geht direkt auf Rage. Da will jemand aber beide Monster loswerden. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Du kannst ja das Sanctuary jetzt gerade nicht mehr benutzen. Aber da du schon einen Sunlight Wolf hattest, ne? Das Ding ist halt, er hat jetzt gar kein Follow-up. Das heißt, wenn Philipp seine Tourguide clever nutzt, und mit clever nutzen meine ich irgendwas damit machen. Mhm. Basically irgendwas. Dann sollte das hier vielleicht in OTK. Warum steht denn da eigentlich noch 8000 Life Points? Ich dachte, er hätte 5 Schaden gemacht. Würde ich mitgehen, ja. Ja, hat er einfach vergessen anzugreifen, das wäre nämlich... Das wäre blöd. Ich meine, es würde wahrscheinlich trotzdem jetzt noch reichen in dieser Situation. Ja. Weil der Boreal Sword jetzt ja in diesem Zug nicht mehr negiert ist. Ja. Aber Rage ist eben noch da. Hat den Boreal Sword auch in eine relativ blöde Zone gespecialt, muss man dazu sagen. Wieso genau? Was gefällt dir da? Er hatte den Dante ja vorher schon da liegen. Ach nee, da ist noch ein Pfeil. Ich bin, hab mich da vertan. Tut mir natürlich leid. Jetzt haben wir doppelt Dante. Also Philipp geht da ganz, das ganz ist klassisch einfach vor. Genau, oldschool. Einfach so viele Dante wie möglich. Ja, einfach mehrfach Dante bauen. Das ist klasse. Da hat man Spaß dran. Das kann auf jeden Fall, als BA-Spieler kann es nicht so verkehrt sein, einfach einen Dante zu beschwören. Ja, richtig, genau. Die Leute freuen sich alle, ah, oh, Dante, Dante. Dante ist ja schön, herrlich. Dann sagst du halt auch, okay, dann gebe ich den Leuten, was sie wollen. Und der David muss das hier auch ganz entspannt hinnehmen. So, ich werde jetzt mal gucken, ob wir hier ein Update auf die Life Points bekommen können. Versuch das mal einzuleiten. David natürlich sich auch mit dem Spiel beschäftigend. Durch seinen YouTube-Channel ist er voll mit dabei. Und da wird Salamon Great Rage aktiviert. Er möchte also... Okay, genau. Es wird erstmal getargetet, der Sunlight Wolf. Und dann im Resolve werden Dante und Boreal Sword auf den Friedhof gelegt. Der Dante wird natürlich getriggert und auch das Rhino, was da noch unten dran hing. Heißt also, wir kriegen ein BA-Monster zurück auf die Hand. Das ist Seer in dem Fall. Und er hat Fafa in den Friedhof gelegt, um den Sunlight Wolf zu banishen. Also sieht scheinbar Philipp die Möglichkeit, hier in diesem Zug das Spiel zu beenden. Warum sollte er ansonsten den Sunlight Wolf da banishen? Ja, anscheinend waren die Life Points geupdatet, denn er schiebt gegen den Dante in Angriffsmodus, der seinen Effekt aktiviert. Also das sieht mir ziemlich nach 2500 Life Points aus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und 1:0 für Seca VA. Oh. Der gute, bescheidene Philipp Paixoto González. Übrigens ein sehr brillanter Läufer in seiner Umgebung. Ich verfolge natürlich immer seine Social Medias. Mhm. Und der rennt wie eine wilde Rennmaus, also wirklich Speedy Gonzales. Der heißt ja sogar Gonzales. Wieso habe ich den Witz noch nie gemacht? Ich kenne ihn seit Jahren. Also, das Ding. Was für Läufe nimmt er denn normalerweise in Angriff? Weil das war jetzt ja doch eher eine Mittelstreckendistanz, die er hier eben vollbracht hat.
geht Richtung, ist glaube ich, Mittelstrecke. Ah, okay. Also, so 5 bis 10 Kilometer wahrscheinlich. Ja, genau. Das Ding ist, der ist, glaube ich, Erster in der Mühlenkreis-Serie geworden. Mhm. Letztes Mal. Also starke Sache. Wie ein Windhund, der Junge. Mal gucken, ob er aber auch seinem Gegner davonrennen kann mit dem zweiten Spiel. Ja, und ob er auch also grundsätzlich haben wir schon mal gemerkt, so die Sportmännlichkeit, die hat er auf jeden Fall übernommen. Er ist definitiv ja absolut fair gewesen, hat gesagt, so, ich freue mich für dich, alles super, für mich ist hier alles nur noch Bonus. Aber jetzt mal gucken, ob er auch den Erfolg aus seinem anderen Sport herübertragen kann. Eben. Ja, mit seinen Pinguinsoldaten im Side-Deck. Ja, da haben wir, genau, um über die Side-Decks mal zu reden, das war die erste Karte, die mir in seinem Side-Deck ins Auge gestochen ist. Warum genau meinst du, ist da ein Pinguinsoldat im Side-Deck? Ja, das ist seine Lieblingskarte. Und ist gegen, das so? Gegen Salamon Great ist ja sogar okay. Stell dir mal vor, du baust dein Board auf und dann greifst ein Monster an, weil das Deck hat, ja okay, die können Set-Monster Stallion, aber dann liegt da ein Pinguinsoldat. dann ist ein Sunlight Wolf weg, dann hast du keine Ressourcen mehr im Friedhof, dann ist ein Stallio weg. Was machst du denn dann? Klingt erstmal ganz gut. Ja, ne, ich hätte auch Bock drauf. Ich finde, da könnte man sich mit abfinden. Und jetzt aber vielleicht die Frage, dadurch, dass Philipp im ersten Spiel den David hat anfangen lassen, will der David jetzt vielleicht einfach den Philipp anfangen Ich glaube, der will selber anfangen und dann dwellern. Denn gebärtriest zu werden, ohne Follow-up zu haben, das ist nicht schön. Was spielt er denn im Side-Deck? Ich würde das mal gerne wissen. Außerdem spielt Philipp Majesty's Fiend. Das wäre Going First natürlich auch durchaus akzeptabel. Brachial, könnte man fast sagen. Fast. Im Sideboard von David finden wir 3 Artifact Lancea. Mhm. Wieder mal nicht so gut ging das Deck. Dann Pankratopse. Ja. Könnte man vielleicht drüber nachdenken. Würde dann zweimal Super Poli und... Ja, Super Poli wird er wahrscheinlich auch gegen BA nicht unbedingt rein sein. Spielt er Starving Venom, Entschuldigung, Starving Venom Fusion Dragon? Nein, spielt er nicht. Okay, der dann wahrscheinlich eher nicht. Und, doch, spielt er. Er spielt, ich habe nur den deutschen Namen, den Hungergift Fusionsdrachen. Das ist er ja. Oh ja, na, das Ding ist, er könnte halt auch einfach den Cherubini wegfusionieren. Das wäre halt auch schon ziemlich stark. Ja, du hast recht. Du könntest warten, bis dann BA und ein anderes Monster liegen. Dann kannst du den Cherubini wegfusionieren. Und dann wird der BA auch noch zerstört. Also dann nimmst du ihm alles weg. In der Theorie tatsächlich ziemlich, ziemlich gut klingt. Also vielleicht sehen wir die Superpolymerisation in doppelter Ausführung in das Main Deck von David wandernd. Ansonsten noch eine 3. Kopie von Dynamiscus. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt was im BA-Deck, was man unbedingt outen muss, würde ich denken. Deswegen ist, glaube ich, Dynamiscus nicht die optimale Karte jetzt in dem Matchup. Ah, die nimmt aber schon Dante raus. Ja. Aber mit Dante machst du eigentlich viel. Oder du kannst einen Zier banishen, dann hat der Gegner gar kein Grind-Game mehr. Okay. Ja, also aber würdest du sagen, es ist wert, die 3. Karte davon auch noch reinzuboarden? Ich würde es machen. Wenn ich anfange und die Wahl habe, spiele ich deine Mishes in meinem Deck oder nicht, ich würde es tun. Wenn du dafür aber dann stattdessen auf Großsalamander Zorn zum Beispiel, auf Rage verzichten müsstest, würdest du tatsächlich eher deine Mishes statt Zorn spielen? Also zumindest, er spielt jetzt ja sogar 2-mal Zorn. Ja. Das ist, die Frage ist halt, ob er nicht was anderes hat, was er rausziehen kann, außer Zorn. Zorn würde ich wahrscheinlich eigentlich immer drin lassen. Aber die Sache ist, Wailer ist halt relativ ineffektiv gegen das BA-Deck vielleicht. Twin Twister ist auch relativ. Das stimmt, die Twin Twister können natürlich auch rauswandern. Ja. Called by the Grave wird er ziemlich sicher drin behalten. Ja, Called ist absolut crazy gegen das Deck. Dante, Zier, Dante. Ne, in der Kette, man kennt's. Blöd, ja. Nimmst einen Dante raus, hast gewonnen. Oder nimmst einen Zier raus. Ist egal, was du rausnimmst. Nimm einen Zier raus. Dann kommt nämlich auch ein Such dir was aus. Ja, es ist echt Wurst an dem Punkt. Gewissermaßen schon, das stimmt. Und ansonsten eben noch Evenly Matched. Das bringt auch nicht so besonders viel gegen das BA-Deck. Besonders nicht, wenn man anfängt. Ja. Kaiserlicher Befehl und Anti-Spell Fragrance. Ja, ich glaube, er will einfach versuchen, jetzt einen Dweller rauszuknallen. Und das ist ja eigentlich auch nicht so besonders das Problem für Salamon Great. Also es ist wenn man einigermaßen in die Kombo kommt. Vailor Crow. Das war aber auch schon ein sahniges Opening, aber dann auch Rhino. Der Philipp da hatte. Der Zier in der Hand war suboptimal, ganz ehrlich. Aber das war saustark. Ich bin jetzt mal darauf gespannt, ob er denn wirklich anfangen will, der David. Und vor allem, ich habe mit Philipp darüber geredet, was er macht gegen Dweller. Ja. Und er meinte dann zu mir ganz trocken, ja, damit kann ich umgehen, ich spiele 3 Pankratops und ich spiele 3 BLS, also da komme ich durch. Oh, er spielt 3 BLS tatsächlich auch? Er spielt 3 BLS. Eieiei, das ist ja brachiale Gewalt wirklich einfach. Ja, brachial ist aber richtig, du. Viele, viele Angriffspunkte, da wird er dann einfach mit großen Monstern, wie im guten alten Yu-Gi-Oh! Einfach versuchen, mit Angriffen. Er will ihn einfach verprügeln. Auf ihn einzuprügeln, tatsächlich. Ja. Klingt fürchterlich. Könnte aber ein Erfolgsrezept sein in diesem Fall jetzt hier. So, die beiden haben sich ihre Hände wiedergeben lassen von den
Handkarten eintippern, falls das die korrekte Bezeichnung für die beiden ist. Oh, da sehe ich schon wieder zwei Handtraps. Und ja, wir sehen Ash Blossom. Der hat aber auch Hände heute, ey, wirklich, der Philipp. Das ist ja insane. Ash Blossom, Didi Crow, Majesty's Fiend, Graf und Tourguide. Und auf der anderen Seite beim David, da können wir ja die Hand uns auch nochmal dazuziehen, sehen wir Effect Veiler, Rage. Oh, aber siehst du, David hat tatsächlich sich entschieden, den Philipp anfangen zu lassen. Ja. Aber, und guck dir das an. Ja, das wird jetzt aber wehtun für den guten Philipp, denn mehrere Outs sind gleich gezogen worden vom David. Und das Beste oben rein, also wirklich. Pankratops, den willst du nicht sehen, wenn du... deshalb würde ich halt auch Vanity's Fiend spielen. Ziemlich coole kurze Hosen übrigens. Ach, die könnt ihr gar nicht sehen, ne? Okay, gut. Gut, die sehen nur wir. Alles klar. So, warum würde ich Vanity's Fiend über Majesty's Fiend spielen? Die Antwort hat zwei Beine und ist ein Dino. Das macht Sinn, ja. Ja, das ist der Pankraklops. Ja, der einfach in allen möglichen Sideboards, wenn nicht sogar in Maindecks mittlerweile vorhanden ist. Ja, richtig. Und der prügelt einfach drüber. Ja. Ein simpler Angriff kann das Ganze jetzt hier, was nach einem Masterplan für Philipp aussah. Und wenn die Hand bei David nicht stimmt, dann kann so ein Majesty's Fiend ja auch absolut spielentscheidend sein. Es kann ja einfach sein, dass David dann da sitzt und nichts machen kann. Ja, aber Vanity's Fiend kann das halt auch. Das ist richtig. Er verliert halt nicht gegen Pankratops. Ja. Aber gibt es Decks, wogegen Majesty's Fiend vielleicht trotzdem dann besser ist? Ich überlege gerade und mir fällt keins ein. Jetzt gerade zumindest nicht, weißt du? Also zum Beispiel auch Thunder. Kannst ja auch nichts machen. Aber Thunder kann auch gegen beide nichts machen. Naja, bei... Gegen Draco ist Thunder egal, könnte vielleicht noch... Könnte mit Nessie und Bigfoot vielleicht noch sich das Out irgendwie heraussuchen. Ja, okay, dann brauchen die Glück mit dem Bigfoot, das stimmt. Aber Thunder kann ja im Prinzip dann Special Summon und sich hochlinken, wenn die sowas wie Defrag Dragon spielen. Und irgendwie durch eine Normal Summon von Eclipse Wyvern oder so, oder Brotor. Naja, wir konzentrieren uns lieber mal wieder auf das Spiel, anstatt zu überlegen, wie Thunder sich hochlinken kann, bis man denn dann über den Fiend kommt. Also das Schlimmste ist, der Pankratops bleibt ja sogar noch liegen. Der wird hier nicht mehr zum Poppen benutzt. Tatsächlich. Den hauen die einfach raus, zack, fertig. Und jetzt sehen wir ja die restliche Hand vom Philipp. Wir sehen noch Ash Blossom, Didi Crow und Tourguide. Ja. Das ist nicht besonders schön. Also da kann er nicht so richtig viel mitmachen. Und wie groß wird jetzt die Kombo von David sein? Er hat jetzt noch Spinny und Jack Jaguar. Heißt also, oh, okay. Worauf wird da jetzt die Crow genutzt? Ja, wird die auf Spinny auf oder Jaguar. Auf Jaguar? Oh. Das ist eine interessante Entscheidung. Normalerweise, also das besonders, weil Jack Jaguar eben nur einmal gespielt wird, ist es eben hat häufig er besser. Jaguar ohne irgendwas anderes im Friedhof eingesagt? Ja, hat er. Da hat jemand einen Schritt übersprungen. Jack Jaguar muss eben natürlich nach wie vor noch ein Monster ins Main Deck oder ins Extra Deck zurückpacken. Ganz genau. Sonst darf es eben nicht weitergehen. Aber guck mal, da wird ja auch jetzt ein Baelings direkt Reincarnation linked. Natürlich nicht optimal für ihn, dass er jetzt schon seinen Reincarnation-Link für den Baelings benutzen musste. Da hat Philipp nicht mitgerechnet. Aber das Ding ist halt, jetzt kriegt er auch kein Monster auf die Hand. Das heißt, Dinomichus ist ein bisschen tot. Und Rage macht nur einen Schuss. Aber dafür hat er auch noch Veiler. Ja, aber was ich jetzt... Ja, okay. Nee. Das Comeback-Potenzial für Philipp ist halt aber begrenzt. Er hat den Tourguide. Ja. Der wird einen Veiler fressen. Dann ist da jetzt noch eine Ash Blossom. Da hat er aber auch noch Gallus. Was hat er noch? Gallus. Mit Gallus kann er millen. Oh, er hat aber gerade Gallus gezogen für den Zug. Okay. Gallus wird aber krank jetzt. Pass auf. Gallus könnte ganz schön gut werden. Das ist richtig. Ja. Und da wird jetzt gleich Dinomichus nicht passieren. Gallus, das Sternenungeheuer. Ich hätte den Veiler jetzt nicht abgeworfen tatsächlich. Ich hätte gleich auf ein wichtigeres Monster gewartet. Oh, hätte und gucken wir mal, was wird jetzt gemillt? Ja. Wenn da jetzt zum Beispiel noch ein Rhino oder so gemillt wird, was war das? Das war noch ein Gallus, oder? Ehrlich. Nee, ist was... Was, Allig? Oder was, Gar? Sieht mir aus wie Allig. Es könnte natürlich auch Allig gewesen sein. Der Effekt wird auf jeden Fall nicht aktiviert. Was natürlich für Skarm und für Allig sprechen könnte. Beides möglich. Aber gut, jetzt kann er dann... Kann er den Dynamiscus im Moment aktivieren? Er hat noch eine Handkarte. Er hat keine Handkarte. Ah, stimmt. Er hat den Veiler ja auf der Hand behalten und den hat er dann eben abgeschmissen. Das heißt, er kann dann nicht mal den Dante banischen. Nee. Weshalb Philipp sich jetzt vielleicht sogar in eine Art Grindgame begeben kann, oder? Und dann vielleicht mit seinem Dante haushalten kann. Ja, also das Ding ist, dass sein Gegner ihm erlaubt hat, quasi jetzt den Graf wieder auf die Hand zu nehmen. Korrekt. Und da ist Rage. Rage schießt jetzt erst den Dante. Aber warum hat er dann nicht vorher eines der beiden Monster geschossen, um es gar nicht erst zu den Dante kommen zu lassen? Oder er nimmt sich Ali auf die Hand anstelle von Graf. Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht.
Okay, Alec kann den Effekt noch benutzen. Das heißt, er hätte ein Level 3 Monster. Und hat er schon normal beschworen? Natürlich, er hat den Tourguide schon normal beschworen. Ja. Von daher... Oh, da wird die Rage gezogen. Also jetzt, die Roar. Jetzt geht es richtig los. Also das ist jetzt ein ganz easyes Bailings zurücklegen, Jaguar beschwören, Sunlight Wolf gehen, Sunlight Wolf Reincarnation linken, sich Rage für 2 Schüsse adden und sich den Roar setzen. Ja. Ja. Alles ganz geschmeidig jetzt an der Stelle. Kann David runterspielen. Einfach ganz standardmäßige Salamon Great Combos. Ja. Sollte erstmal für den Moment nicht so das Problem darstellen. Genau. Ich mag am Deck am liebsten tatsächlich, wenn man rumgrinden muss, ohne eine Gazelle zu haben. Mhm. Mit Gazelle werden die Kombos immer so absurd und auch so viel. Aber guck mal, David hat gar nicht so Lust, so große Kombos jetzt zu machen. Er sagt, ja, komm, greifen wir erstmal an. Ja, macht doch mehr Sinn. Macht doch mehr Sinn. Bisschen Schaden machen. Ist mehr Schaden. Ist am Ende wahrscheinlich sogar wirklich mehr Schaden. Ja, genau. Ja. Anstatt jetzt ein 1-8er Sunlight Wolf zu haben, hat er Jaguar und Bailings. Clever. Ja. Gefällt mir. Damit ist dann aber der Philipp auch schon auf 2900 Lebenspunkte runter. Sunlight Wolf wird direkt. So funktioniert das. Nicht in den Bailings weggelegt, sondern in den nächsten Sunlight Wolf. Und jetzt hat er Rage und Roar. Das sollte genug sein, um Ash und Alec aufzuhalten. Das doppelte A an der Stelle. Also. Klassiker. Und er hat auch noch das A-Team, könnte man meinen. Ash und Alec war schon immer ein Klassiker. Wirklich. Aber zusammen auch ein Dante. Ach nee, ja. Der Alec zerstört sich ja selbst. Schade. Außer du hast Cherubini. Außer du hast Cherubini. Das stimmt auch wieder. Also jetzt jede Menge Backrow. Philipp hat Skarm nachgezogen. Der Skarm macht jetzt natürlich auch nicht so besonders viel für ihn in der Situation. War das eine Normalbeschwörung? Oder hat er ja. Ja, okay. Normalbeschwörung. Jetzt soll der Alec kommen. Jetzt kannst du im Prinzip auch einfach das Rage schon aktivieren. Ja, würde ich machen. Und dann lässt es gar nicht erst zu viel mehr kommen. Kannst in der Endphase noch den Skarm negieren, wenn du Bock drauf hast. Kannst auch sein lassen. Eben. Also, da kommt es auch. Salamon Great Rage wird aktiviert. Und schießt die beiden Monster. Und zack, da sagt der Philipp auch einfach, okay, das brauchen wir uns hier nicht mehr länger angucken. Der Zug ist jetzt abgefahren. Ja, Fiend. Vanity's Fiend hätte an der Stelle mehr gemacht. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja. Aber dann hätte er es auch anders spielen können und hätte mit deinem Myskus trotzdem immer noch ein Out darauf gehabt. Ja, und Rage. Aber das hätte dann einen ganzen Zug gekostet. Ja. Und das Rage wäre, ja okay, ist klar, man hätte es mit dem Raigeki-Brecher-Effekt im Prinzip schon aktivieren können. Aber auch das ist ja eher semi-optimal. Ja, ich finde es aber besser, als den Dynamicious zu benutzen, weil dieser Banish-Effekt von Dynamicious ist schon fast mehr wert als ein maximales Schuss 2, wenn man nicht mal in der Combo drin ist. Aber du kannst Dynamicious dann nochmal spezial beschwören, wenn du das Rage dann im Nachhinein aktivierst. Das ist richtig, natürlich. Und dann das hast du ein Monster richtig. Mehr, ja. Ja, aber die Rage kannst du dir mit Sunlight Wolf wieder adden. Auch wiederum ein guter Punkt. Ja, machen wir viele, viele gute Punkte auf jeden Fall für die beiden Karten. Ja, bei sowas muss... Ja, leg die Exotic-Karten lieber erstmal weg, Philipp, bevor du weiter mischst. Hat er nicht gerade gesidet? Ich glaube auch, ja. Also wird Philipp jetzt Sekka's Light in Spiel 3 drin haben oder wird er sich für andere Alternativen entschieden haben? Ja, also die andere Option wäre ja Twin Twister. Nur Twin Twister, oder? Oder antimagischer Duft, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, und Twin Twister ist ja fast genauso großer Quatsch. Ja. Von daher werden wir wohl weiterhin... Ich glaube, du willst an der Stelle von Twin Twister, wenn er im Zweifelsfall auf Dweller geht, willst du lieber das Draw 2 haben. Das glaube ich auch, das glaube ich auch tatsächlich. Er spielt ja 9 Handtraps. Der könnte seinen Gegner echt ordentlich stoppen. Wailer, Didi Crow, beide ja auch in mehrfacher Ausführung jetzt schon gezogen worden. Ja. Und was ist die dritte Handtrap, die er noch spielt? Ash. Ash natürlich, ja. Absolut, absolut. Ash bis jetzt haben wir noch nicht gesehen auf seiner Seite. Also vielleicht ist jetzt in dieser Runde die Zeit gekommen, dass er Ash Blossom zieht. Und er hatte gerade Ash. Auf was hat er Ash eben nochmal benutzt? Auf nix, die hat nix gebracht. Ah ja, stimmt, der hat sie die ganze Zeit auf der Hand behalten. Ja. Richtig, er hat sie zwar gezogen, aber sie hat ihm wirklich absolut gar nichts gebracht. Also schauen wir mal. Philipp blickt schon erwartungsvoll rein. Er kann ja schon riechen jetzt gewissermaßen den Sieg. Er hat sich wahrscheinlich nicht mal mehr vorher erträumen lassen, dass er jetzt hier im Feature-Match sogar ein Spiel gewinnt. Weil hat ja eher tief gestapelt, meinte so, für mich ist hier alles Bonus, für mich ist hier... Er meinte auch vorher, oh, ich werde hier gleich so viele Misplays machen in diesem Featured-Match. Und dann haben wir gesagt, ach komm, mach einfach alles ganz ruhig, das wird schon. Und dann hat er auch direkt das Spiel 1 gewonnen. Ja genau, und jetzt und deswegen Game 2 war halt relativ chancenlos. Genau, kann er ganz, ganz locker jetzt noch in Game 3 gehen. Da sehen wir mal wieder den Handshake zwischen den Runden. Wie seine spanischen Verwandten, die er wahrscheinlich hat, sagen würden, Shake Hando. Ne? Mhm. Ja. Man kennt es, man kennt es.
Er hat wirklich wahrscheinlich spanische Verwandte, oder? Ja, weißt du das? Ich glaube, bei Paisoto González ist es in die Karte. Ist von auszugehen auf jeden Fall. Ja. So, wie wird das so, jetzt? So, was haben wir da? Oh, das ist aber auch eine leckere Hand. Oh, komm, er nickt schon. David nickt schon. Er weiß, okay, jetzt geht's. Oh, richtig, und ja. Er hat David anfangen lassen, natürlich. Ja. Aber er hat auch einen Kaiju, ne? Also damit kann er die Konterverletzung nicht rausnehmen. Das zumindest das. Jetzt wird er erstmal angefangen mit Salomon Great Circle. Und der Philipp hat jetzt in diesem Spiel tatsächlich keine einzige Handtrap gezogen. Findest du, dass Majesty's Fiend auch, wenn man Second geht, drin behalten werden sollte im Main Deck? Ich finde den tatsächlich okay. Nicht in dem Matchup. Ja, aber in welchem Matchup dann? Vielleicht doch in dem Matchup. ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Das Ding ist nämlich, dass man selbst seine Sachen hinlegen kann, vor allem, weil man einen Draw mehr hat und dann kann man hinterher noch, um zu follow-upen, wenn man nicht OTK'en konnte, kann man Vanity's Fiend, Majesty's Fiend drüberlegen. Aber im Endeffekt willst du dann doch eigentlich lieber Combo-Starter, Extender, Kaijus, Removals oder sowas haben, um dann zu OTK'en. Glaube ich tatsächlich auch was eher. Was schwer wird durch Dinomicious, Schwäler Roar. Das ist wohl wahr. Zumindest, wie du gesagt hast, der Kaiju ist da. Oh. Da... Hätte er nicht eben die Möglichkeit gehabt, erst noch auf Mirror's Deli zu gehen? Er spielt um Handtraps rum. Okay. Er macht den Sebastian Nessmann. Stimmt, das war ja eine interessante Situation, die wir gesehen haben, als wir Sebastian Nessmann im Feature-Event hatten in der österreichischen Meisterschaft. Wir waren beide der Meinung, okay, da wäre doch eigentlich eine größere Combo drin, ja, gewesen. Ja, bin ich auch übrigens immer noch. Aber er hat es dann auch im Nachhinein ganz selbstbewusst gesagt, nein, das war absolut bewusst so gemacht, weil er eben um Handtraps herumspielen wollte. Ja. Er möchte hier nicht von der Handtrap interrupted werden. Philipp in dem Fall sagt sich, okay, hab zwar keine Handtrap, nehme ich also gerne so hin. Machen wir so, dass du dann eher eine kleinere Combo vollziehst. Spinny geht in den Banish-Pile, genau. Genauso haben wir es da auch gesehen, ja. Das Ding ist, ich glaube tatsächlich einfach nicht, dass du auf der deutschen Meisterschaft 5-1 stehen kannst, ohne dass du weißt, wie man nur mit Gazelle die Combo macht. Ja, das er hat, er hat bisher auch in jedem Spiel einen Haufen Handtraps gesehen. Und ja, er hat jetzt auch hier noch ein Follow-up. Ja. Er kann sich den Circle adden. Wird gleich gekaijut werden. Das wird sehr, er kann sich auch den Circle einfach nicht adden. Guck mal, ich glaube, er hat gerade kurz in den Friedhof geguckt, hat das dann auch direkt realisiert. Oh, und Philipp hat den Black Luster Soldier nachgezogen. Ja, er hat jetzt halt einfach auch nichts mehr zum Spielen nach dieser Runde. Das kommt noch dazu, du er hast recht. Er hat nichts im Friedhof. Er hat einen Dinomicious und er hat einen Effekt Wailer und Ash. Und der Dinomicious muss eine gute Karte discarden. Eieieiei. Das sind gute Vorzeichen für Philipp. Die Starthand von David sah ziemlich gut aus. Er hat sich aber für den konservativen Weg entschieden, hat nicht die große Combo gemacht. Oh, guck mal, Gallus haut den Dynamis. Das wollte ich sagen. Das ist ganz schön viel Schaden, wenn da der Pankratops auf den Friedhof gelegt wird. Guck mal, da war auch die Faust schon von Philipp. Philipp freut sich riesig. Das ist kein Zekerslide. Eigentlich müsste jetzt Zekerslide nochmal kommen. Wenn Zekerslide gespielt wird, wird es mit Gallus gemillt. Das passiert einfach. Zwei Gallus auch einfach auf der Hand. Und ist er ja millt den dritten Gallus. Da ist die ganze Familie ist beisammen. Ja, alle komischen Sternvögelchen am Rumflattern. Und 2-3 Gallus ergeben eben im Ergebnis auch den Dante. Und den werden wir hier wahrscheinlich gleich sehen. Ja. Oder attributed einen für Vanity's Fiend, was ich ihm jetzt, Majesty's Fiend, was ich mir jetzt auch nicht raten würde, ehrlich gesagt. Er macht den Dante. Da ist er. Und er hat keinen Bock auf Cherubini. Frage, wird jetzt hier der Dynomiscus aktiviert? Ja. Ich glaube, da hat David auch gerade Lust drauf. Ja. Tatsächlich, Dynomiscus wird aktiviert. Und wie viel Follow-up hat dann Philipp noch? Ja, er hat noch ein Follow-up, nämlich kann er Arlich specialen und kann dann Majesty's Fiend drüber tributen. Und das ist sogar ein relativ gutes Follow-up. Das ist ein ziemlich starkes Follow-up in dieser Situation, ja. So, und bei... Er muss es natürlich auch sehen, aber... ich vermute, dass er das hinbekommt. Er hat natürlich jetzt 4 Erdemonster im Friedhof. Ne? Block Dragon wäre jetzt ganz schön gut. Oh, wir sind ja beide große Fans auch der Variante... Ja, der Block Dragon BA. Block Dragon BA, wirklich, wirklich sehr, sehr spaßig. Und Beste. Da ist er, Majesty's Fiend auf dem Feld. Hat sogar mehr Angriffspunkte als der Kaiju. Kann da einfach ganz locker rüberlaufen. Und durch den Majesty's Fiend, der vielleicht wird er auch den Rest des Spiels auf dem Spielfeld bleiben, aber falls er dann irgendwann mal in den Friedhof kommen sollte, ist er dann eben auch das nötige Lichtmonster den BLS, der da ja auch noch auf der Hand wartet. Da ist ein Falco, der jetzt erstmal verdeckt gespielt wird. Oder jetzt? Auch einfach nicht. Kann auch sein. Da kann er sich nämlich den Circle suchen und das bringt ihm auch nichts. Immer noch der Fiend liegt. Jetzt in der Situation aber natürlich ganz gut für Philipp, der
Magisty's Fiend spielt halt gewissermaßen um Wähler herum. Er kann jetzt nicht einfach einen Wähler draufschmeißen und dann seine Plays weiter vollziehen, die jetzt in diesem Moment auch beschränkt werden, muss man natürlich sagen. Ja. Aber an sich ist natürlich Magisty's Fiend gut, wenn der Gegner Wähler oder Impermanence hat. Nein, Impermanence natürlich nicht, aber Wähler hat. Wähler, Punkt. Ist nur die Frage, lässt sich David runterkloppen oder setzt er den Falco, um weniger Schaden zu bekommen? Und was macht Philipp dann eigentlich? Er hat ja auch nur ein Monster. Aber die Möglichkeit mit... Ach nein, der Blacklaster Soldier ist im Moment noch nicht bereit, aufs Feld zu kommen, weil eben noch kein Lichtmonster da ist. So, da kommt der Falco. Okay. Und der... Okay, er möchte also im Endeffekt einen Baelings mehr im Friedhof einfach haben, würde ich denken. Ich glaube, er will ihn einfach aus dem Feld haben, um Roar aktivieren zu können aus seinem... Das kommt natürlich noch dazu, ja. Die kann er jetzt natürlich auch nochmal protecten. Ja. Das Ding ist, wenn Philipp jetzt sich denkt, okay, pass auf, weißt du, was ich mache? Ich ziehe jetzt erstmal ein Lichtmonster, das ich in den Friedhof kriege. Lady Debug into Baelings. Das, oh, guck mal, da ist Liebig. Ja, der bringt jetzt der natürlich bringt nicht so viel. Gar nichts im Prinzip, aber er ist ja trotzdem immer noch in der guten Position gerade. Wir sind gerade keine Liebig-Fans, muss man einfach mal sagen. Baelings Protect ist tatsächlich legitim, weil das kein aktivierender Effekt ist. Und jetzt muss aber gut nachgezogen werden für David. Ja, langsam wird... Das Ding ist, er hat sich jetzt mit der Baelix auch in eine Position gebracht, wo er immer ein Angriffsmonster auf dem Feld hat, das dick Schaden bekommt, als er Dynamischuss. Das ist der Dynamischuss. Oh, wow. Ja, der bringt jetzt auch nicht so viel, aber auch nicht zu wenig. Er brauchte ihn halt irgendwann. Den Magisty's Fiend wegnehmen. Und vor allem, dadurch, dass der Magisty's Fiend dann gebanished wird, ist eben auch immer noch nicht der Blackluster Soldier Anwurf zu Beginning möglich, aufs Feld gebracht zu werden, weil eben keine Lichtmonster im Friedhof von Philipp sind. Und was man auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass er dann seinen eigenen Paleo Dynamicious aus dem Friedhof nochmal specialen kann. Damit kann er einen Heater gehen. Und die bringt ihm dann auch nichts. Aber immerhin so was hat er gesagt. Er hat noch einen BLS gezogen. Und die sind halt beide nicht bereit im Moment. Ja, er macht bereit, aufs Feld zu kommen. Auf den Angriff nehme ich an. Da wird die Ash Blossom discarded. Und da wird kein Dynamicious gespecialt. Guck mal, da sind jetzt schon zwei Lichtmonster im Banish-Pile. Ja. Das ist natürlich bitter. Ja, absolut. Was wäre jetzt ein gutes Lichtmonster, was er nachziehen könnte im nächsten Zug, um endlich Gucken wir doch mal. Vielleicht Effekt-Wähler. Tatsächlich wäre Effekt-Wähler in Ordnung. Einfach schmeißen, hoffen, dass der Gegner nicht zopdeckt und dann selber mal mit BLS kloppen. Ja. Und selbst wenn er dann vielleicht einen BLS wegbekommen kann. Ist auch das Einzige. Das ist erfreulich an dieser Stelle für ihn, denke ich mal. Mit einem Fiend. Ach, oh. Er kann ja Libic noch holen. Hat's jetzt kannst du Libic Beatdown geben. Aber er hat noch einen Baelings im Friedhof. Ja. Tatsächlich noch ein Baelings, der dann nochmal protecten kann an der Stelle. Tatsache. Der Libic, der sitzt da aber ganz schön mächtig rum. Ne? Der hat Bock. 1300 Angriffspunkte sind mehr eben als die Angriffspunkte vom Baelings. Und jetzt muss halt immer noch gut nachgezogen werden auf Seiten von David. Aber wir sehen schon, was er nachgezogen hat. Was hat er gezogen? Er hat Foxy gezogen. Ja, der ist krank. Das ist natürlich ein riesig guter Top-Deck. Und jetzt muss getroffen werden. Und Philipp. Oh, guck mal. Er ist traurig. Philipp bricht fast zusammen, wenn er sieht, was da vom David aufgedeckt wird. David nimmt es mit Fassung. Nicht bestraft worden. Das stimmt wohl an der Stelle. Die Gazelle wird hier einiges ins Rollen bringen für David und wird wohl eine gute Hilfe auf jeden Fall sein, das Spiel hier herumzureißen wieder und über den mächtigen Libic in Angriffsposition herüberzukommen. Ja. Und die Dynamicious waren definitiv die Gamebreaker hier. Ja, absolut. Muss man einfach mal sagen. Absolut krass. Ja. Kann sogar sich die Ash gleich auf die Hand nehmen, wenn er möchte. Vielleicht machst du einfach nicht. Dynamicious wirklich... Man kann es verstehen, warum die Karte jetzt zum Staple avanciert langsam in den Salamon Great Decks. Wir sehen auch, David hat tatsächlich die Superpolymerisation gesided gegen das Deck von Philipp. Ja, ja, genau. Man kann ja den guten Cherubini oder die gute Cherubini rausnehmen. Genau, dann für den Hungergift-Fusionsdrachen am Ende. Richtig. Ja, oder für... Nee. Ja, ich hätte jetzt gesagt für die Chimäre. Oder so, natürlich, klar. Richtig, er hat beide Optionen dann. Gucken wir mal, David, was macht er jetzt daraus? Er braucht diesmal nicht so besonders viel Angst vor Handtraps haben, weil irgendwann hätte Philipp die wohl mittlerweile mal geschmissen. Ja. Und es sind de facto ja wirklich auch nur zwei
im Prinzip der Drawster auf der Hand von Philipp. Zweimal der BLS. Wir haben ihn vorhin so hoch gelobt als brachiale Angriffsgewalt, als riesengroßes Monster, ja, was Schrecken verbreitet. Brachiale Ziegelsteine. Ja, einfach beide Bricks tot auf der Hand. Ja. Da kann man nicht so besonders viel draus machen. Schauen wir mal, was David jetzt aus seiner wunderschönen mit dem Foxy aufgedeckten Gazelle machen kann. Das sieht alles erstmal relativ standardmäßig aus. Das haben wir schon ein, zwei Mal von Salomon Great Spielern gesehen. Ja. Und wie geht's weiter? Guck mal, schon zwei Deinomiskus im Friedhof. Ich glaube, David lauert eigentlich auch nur darauf, endlich mal einen Deinomiskus auf dem Friedhof Spezial beschwören zu können durch den Effekt der Paläozoics. Er hätte es ja gerade machen können. Oh ja, du hast recht, aber er wollte nicht. Nee. Das wären einfach 1200 Schaden mehr gewesen in dem Fall. Das ist richtig. Aber dann eben nicht. Ja, genau. Also wer nicht will, der hat schon, würde ich mal sagen. Und man sieht ja, er hat. Ne? Also hier jetzt erstmal den Heat Leo gemacht. Hat noch die Roar Set, wissen wir alle. Kann jetzt Reincarnation linken, kann noch einen Heat Leo holen. Es geht ja auch langsam auf die Zeit. Ja, wir müssen auf die Uhr schauen. 5 Minuten noch, der will erstmal von seinem Lebenspunktdefizit runter. Ja. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja, das sollte jetzt im Moment auf jeden Fall erstmal seine, sehr gruselig, sein Hauptbedenken sein, dass er da möglichst schnell irgendwie in eine vorteilhafte Lebenspunktesituation kommt. Und wenn er jetzt nicht zu viel Zeit verschwendet, sollte das eigentlich auch drin sein. Ich glaube, ich habe noch keinen Salomon Great Spieler gesehen, der jetzt ab diesem Punkt noch 5 Minuten dafür braucht anzugreifen. Nee. Da würden wahrscheinlich auch unsere Judges dann zwischendrin schon eingreifen. Wir haben ja natürlich heute auch den gesamten Tag über ein Featured Match, der die ganze Zeit auf das Spiel hier speziell guckt. Genau, der Max Fröwe. So ist es. Und außerdem haben wir jetzt natürlich im Moment auch noch so ungefähr 2200 Augen im Chat, die da sich das Ganze live angucken. Und auch jeder, der da was sieht, wird ja wahrscheinlich auch sofort laut schreien, so wie wir euch kennen. Werdet ihr auch Bescheid geben und sagen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und hat tut er das den bitte Pinguin-Soldaten gezogen? Er lacht so. Hat er wirklich? Das wäre es natürlich. Hat er. Oh mein Gott. Nein, er hat Tag im Tobog nachgezogen. Oh ja, das ist natürlich das ist ein Nein, großartiger Brick an der Stelle, ja. Eieiei, da hat er jetzt wirklich gezeigt, wie es nicht laufen soll. Und David sagt einfach, ja, das ist ja, sieht eigentlich aus wie Game. Hat er mit dem Foxy auch noch die Gazelle aufgedeckt? Das war der Gamebreaker. Da, von da an ging es halt nur noch steil auf die Überholspur. Und er spielt um Pinguinsoldaten rum. Man glaubt es ja kaum. Er kennt den Philipp, er kennt den Philipp. Da wird der Tag in Tobok zurück auf vielleicht, die Hand genommen. Ich kenne ja Philipp auch, vielleicht hat er es mir ja vorher noch gesagt, hey, ich bin Pinguinsoldat. Vielleicht hat er auch einfach jede Menge Token schon ausgebreitet, wo überall Pinguinsoldat drauf war und das hat den David dann einfach schon so weit beeinflusst. Und da sehen wir den Handschlag von den beiden. Da ist es vorbei. Und da wird erstmal geklatscht. Und guck dir das an, der Philipp zeigt auch nochmal dem David seine 2 BLS in der Hand. Die beiden sollten so viel Schaden anrichten, waren aber in dieser Situation so unglaublich tot. Haben nur ihm geschadet. Ach, das war wieder mal ein Herzschlagspiel. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal direkt jetzt in die Postgame-Discussion. Und da sind wir auch schon. Ja. Wir haben es uns gewünscht, das BA-Deck nochmal anzugucken. Wir haben sofort gesagt, okay, er steht noch zu 1, dann featuren wir es definitiv. Game 1 war doch wohl der Hammer. Total. Und ich meine, wie viele Dantes haben wir insgesamt gesehen? Das waren bestimmt 5. 5 Dantes? Ich sag 5. Roundabout 5. Plus minus 1. Und die haben halt auch gewissermaßen ihren Zweck erfüllt. Ja. Leider jetzt im Game 3 war Deinomiskus sofort da. Ja, Deinomiskus war krank, ey, wirklich. Ihn leider rauszunehmen. Hat einerseits eben bewirkt, dass der Dante nicht weiter millen kann und nicht weiter irgendwelche BA-Monster aus dem Friedhof zurückholen kann. Aber eben auch ein Lichtmonster aus dem Spiel geraubt. Ja, tatsächlich, nicht nur eins. Ja. Er hat auch noch den Majestätsunterwäldler rausgenommen. Der hat wirklich underperformed, muss ich echt mal sagen. Also das ist eine Karte, die soll alleine Spiele gewinnen. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser Karte. Und sie hat zweimal wirklich maßlos enttäuscht. Also einmal ist sie von einem Pankratops tot geprügelt worden, der danach auch noch sitzen bleiben konnte. Ja. Und das zweite Mal ist sie von einer Falle rausgenommen worden. Und er konnte nicht mal die BLS beschwören. Er hat einfach nur BLS nach BLS gezogen. Und es hat mir wirklich leid getan. Ja, es war ein bisschen traurig mit anzuschauen. Ja. Aber im Vorhinein wurde ja schon gesagt, beide absolut zufrieden mit dem, was sie bis jetzt erreicht haben. Ich bin mir sicher, dass der Philipp nach wie vor sein 4-4 Standing erreichen kann. Ja, und er steht 5-1. Nein, kann er leider nicht. Er steht ja schon 5-1. Wenn er noch eine Runde gewinnt, dann ist er immer noch im Rennen. Ja? Also einfach nur nicht gegen Mine spielen, würde ich sagen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Vorsatz, ja.
Das sollten sie versuchen beizubehalten. Ich fand es wirklich gut, dass wir wieder drei Spiele gesehen haben. Ja, wir haben ja am Anfang des Tages immer mehr relativ kurze 2-0, zack, 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 fertig. Aber wir kriegen jetzt immer richtig schön vollkommen Action. Ja, drei absolut. Spiele durch, back and forth, back and forth, vor und zurück. Und deswegen war ich gerade sehr, sehr zufrieden mit dem Feature-Match und habe mich gefreut. Ja. Und deshalb würde ich jetzt auch direkt sagen, dass wir nochmal mit dem Sieger sprechen können. Und ich gebe mal rüber zu Olli. Ja, back and forth schalten wir hin und her. Wir sind hier mit dem David Zimmermann. Hi. Hey. Nochmal. Du hast es gewonnen. Wir haben ja vor dem Spiel gesagt, du bist selbstsicher, es läuft bisher super. Ja. Ist jetzt so weitergegangen. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Es ging, fand ich, gut hin und her. Also so krassen Spielfluss hatten wir nicht. Also ich wurde zweimal richtig hart gestunt mit dem Magisys Fiend. Das war echt super böse. Mhm. Zum Glück hatte ich dann jeweils immer die Antwort, sonst wäre es ganz schnell vorbei gewesen. Ja. Ich war auch super überrascht an Game 1. Ich gewinne, also ich habe angefangen und dann fängt er an, Second, fängt an mit BA. Ich so, wow, das ist okay. Einfach nur darauf achten, dass ich nicht OTK'd werde, aber hat alles nichts gebracht. Und Game 2 und 3 war eher Grind und ich habe halt die ganze Zeit darauf geachtet, dass ich möglichst Karten schieße. Das war das Wichtigste. Ja. Und am Ende, du warst jetzt vielleicht nicht speziell auf dieses eine Deck vorbereitet, aber hast dann wahrscheinlich einfach genügend Erfahrung mit verschiedenen Decks, um drauf zu schließen, was sind hier die wichtigsten Züge, was muss ich hier machen? Ja, also ich habe selber kurzzeitig BA gespielt. Sagen wir so, wenn dann nicht so viele Ressourcen da sind, ist es halt schwierig. Ne? Ja. Und ich habe halt die ganze Zeit drauf geachtet und es war aber auch viel luckbasiert. Also speziell im dritten Spiel, glaube ich, habe ich auch einige Misplays gemacht. Ich war so super nervös, das war echt zu krass. Aber wie war denn die Stimmung am Tisch? Das hören wir natürlich nicht da drüben, wenn wir kommentieren. Also, der Gegner, also Philipp? Ja, Philipp. Philipp war ein super netter Spieler, es hat super Spaß gemacht und es hätte mich genauso gefreut, wenn er gewonnen hätte, also ganz ehrlich. Also hätte ich ihm auch gerne gegönnt, vor allem mit BA. BA kann immer mal was reißen, also wenn man an Thomas Rose oder so denkt, der da Meister seines Fachs und Philipp hätte es halt auch gegönnt. Ja, und er ist ja auch noch im Turnier drin, also ihr habt jetzt beide, du hast jetzt eine hervorragende Ausgangsposition, 6 Wins, 1 Loss nur. Du hast jetzt noch 4 Runden vor dir, eine heute, 3 morgen. Aus diesen 4 Runden musst du in Anführungszeichen nur noch 2 Stück gewinnen. Ja. Immer noch 50%. Wie gehst du die jetzt an, diese 4 Runden, die noch kommen? Ich werde einfach so weitermachen wie bisher. Ich werde versuchen, mir keinen Kopf zu machen. Also bestimmt spielt dann irgendwann so, ich sag mal, Psyche eine Rolle und so, unterbewusst. Und man denkt mehr drüber nach als vorher und so weiter. Aber ich versuche das einfach auszublenden. Und genau. Ich sag mal, unabhängig davon, wie die letzte Vorrunde heute läuft, du kannst heute Abend auf jeden Fall gut schlafen. Morgen kommst du hoffentlich gut ausgeruht zum Turnier und dann holst du dir noch diese 1 oder vielleicht 2 Wins, wenn es nicht ganz so läuft. Ja. Und dann sehen wir dich in den Tops, würde ich sagen. Hoffentlich. Okay. Fände ich gut. Dann vielen Dank dir. Wir sind auch bald wieder da. Wir haben ein bisschen mehr Zeit diesmal, dieses eine Mal. Es läuft noch eine Investigation, soweit ich weiß. Die Judges sind hier wieder hart am Arbeiten, schauen, dass das alles fair abläuft auf dem Turnier. Und dann gleich sind wir zurück mit der letzten Vorrunde für heute. Übrigens, falls jemand nicht auf die Uhr geguckt hat oder in einer anderen Zeitzone lebt, ist gerade mal 6 Uhr hier. Also fantastischen Job, den die Schiedsrichter machen zum einen. Und natürlich auf der anderen Seite haben wir den Vorteil, dass hier jeder die gleiche Sprache spricht. Und das macht dann natürlich die Appeals leichter und beschleunigt auch den Ablauf so ein bisschen. Also nochmal Dankeschön an die ganzen Leute, die hier mithelfen. Wir werden heute Abend in der Lage sein, Champions League zu schauen. Und das hätte niemand gedacht am Anfang des Tages. Damit gebe ich mal kurz wieder ab und gleich geht's in die letzte Vorrunde am Tag 1 der Deutschen Meisterschaft 2019.